So Leute, wie versprochen, machen wir jetzt den nächsten Alchemiestein rein und ihr könnt ja jetzt mal raten, was für eine Reinheit wird der haben. Wird der klar? Wird der matt? Wird der vielleicht sogar brillant? Ihr könnt es jetzt mal in die Kommentare schreiben und jetzt zeige ich euch, was wir einbauen werden. Einen exzellenten Jade, wieder nicht perfekt, hat aber 3,6 KTP und 6% TP wiederherstellen. Wie gesagt, alles andere als perfekt, aber ja, kann man so sagen, der kleine Lykana ist so ein Resteverwerter. Und von daher, ja, können wir uns da mal ein bisschen was gönnen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de Titania. Ja, ich habe ein paar kleine Aufnahmen mit den Lykana gemacht, einen Teil davon werdet ihr jetzt sehen. So, neun Schwanz und so weiter, war alles gar kein Problem für den Lykada momentan. Dann habe ich noch ein bisschen Bo gefarmt, einfach wegen der Pferdequest. Denn jetzt mit 55 kann er ja auch Militärgaul haben. Und dann, oh, Kampf vom Pferderücken, das ist, oh, wenn du das nicht hast, wirklich, wenn du das gewohnt bist und dann auf dem Farmer nicht hast, das ist echt AIDS. Komplett AIDS. Ja, beim ersten Mal hat es natürlich nicht geklappt. Beim zweiten Mal war es dann ein bisschen anders. Denn es hat geklappt. Nice. Ja, noch ein paar andere Aufnahmen. Wüstenschildkröte und so weiter. Hatte mich ein bisschen erstaunt. Aber war dann doch gar kein Problem. War natürlich sehr nice. Und ja, die Truhen habe ich dann gesammelt. Die werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich, aufmachen. Heute in der Folge machen wir ja schon Yotnori auf. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Aber lustige Sache, Leute. Ich habe ja im Schlangenfeld... Da seht ihr es gerade, Quarzsand. Ich habe im Schlangenfeld ja die Equipment-Show gemacht und ein Mob war auf mich aggro. Habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hast du es nicht, aber probier's einfach mal. War gar kein Problem. Habe einen einzigen Mob gehauen, wirklich einen einzigen und habe einen Quarzsand bekommen. Gigi. Jetzt kommen wir zu den Live-Aufnahmen. Viel Spaß dabei. Bis gleich. So, und zu guter Letzt machen wir jetzt mal ein paar Truhen auf. Wir haben ja schon drei von diesen Splittern, haben auf jeden Fall vier weitere dazu, weil in der goldenen ist immer einer dabei. Und ja, in der silbernen habe ich keine Ahnung, wie da die Chance ist. Auf jeden Fall haben wir schon drei. Und wir wollen, Moment, ich zeige euch mal, das müsste ein bisschen weiter unten sein, ne? Ja, komm schon. Ich meine 33, wir wollen ja, ja genau, hier so ein Talisman bekommen. Weil auf den Server sind, glaube ich, noch gar keine Talismänner oder so. Und wenn wir da einen bekommen würden, das wäre schon echt geil. Dann würden wir da 30 Insekten draufballern. Und dann würde das Ganze nochmal sehr viel besser abgehen. Okay, wir hoffen jetzt einfach mal. Machen ein bisschen auf. Und ich würde sagen, let's go. Was? Nori Bündel? Ah, okay. Ich verstehe. Ah, man kriegt jetzt die ganze Zeit nur Yotnori-Bündel. Und das ist jetzt gerade erst die Chance, einen Splitter zu bekommen, was, wie ich sehe, wirklich sehr erfolgreich ist. Ja, Kappa, ey. Okay. Also bei den Silbernen ist die Chance, glaube ich, sehr gering. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Oh, sorry, Leute. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir hier die 33 voll haben. Ich würde sagen, wir lagern jetzt einfach mal die Truhen auf den großen Lykana und dann sehen wir uns bis gleich wieder. Bis gleich. Noch eine ganz kurze Zwischenszene und zwar wollte ich euch einfach mal zeigen, wie wir auf der Rangliste gerade stehen. Wir sind gerade auf Platz 9 tatsächlich und gar nicht mal so viel Abstand auf Platz 2. Das heißt, wenn ich mal so ein bisschen... mal wieder alte Tage von Titania aufleben lasse und mal richtig durchsuchte, dann sollte sogar Platz 1 gar kein Problem mehr sein. Beobachtet das mal oder ich update euch einfach mal in der nächsten Folge. So, da lasst das Opening mal beginnen. Wir haben hier 29 silberne und 7 goldene. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was raus und ich würde sagen, let's go. So, Stichwert, ja moin. Halbmenschenklinge, Habichtskrallen. Na? Ach, der kriegt mir noch XP raus. Okay, Leute. Teleotto-Ring.
Chordrakonis Edel. Das ist. Da könnte was werden, denke ich mal. Ein magischer Stein, das ist auch ganz nett. HMK. Okay. Okay, waren erstmal nur die silbernen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was rauskommt. Grobes. Ah, ja, gut. Ist auch okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch die goldenen auf. Momentchen, ich räume hier noch ein bisschen auf. Okay, let's go. Habe ich Skrallen? Oh Mann, ey. Dämonenklinge. Erhöht den Verteidigungswert. Erhöht den Verteidigungswert. Trank der Weisheit. Siamesenmesser. Stichwert. Alter Falter, alter Falter, alter Falter. Das war ja mal komplett beschissen. Meine Güte, Leute. Ja gut, habt ihr mehr Glück bei den Events? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen nachfarmen, dass wir nochmal so ein paar fette Openings machen können. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.